Wie kann man seine Übersicht verbessern als Fußballspieler? Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Die besten Spieler, De Bruyne, Musiala, Bellingham, die haben alle eine krasse Übersicht. Also wir wurden gefragt, stell auch gerne du deine Fußballfragen in die Kommentare, dann machen wir gerne Videos dazu, wie man eben seine Übersicht verbessern kann. Denn wenn du eine bessere Übersicht hast, findest du deine Mitspieler, kannst bessere Steilpässe spielen, machst mehr Assists. Und auch schon bevor du den Ball hast, kannst du mit Vororientierung dich gut anbieten und dann eben mehr Bälle bekommen. In besseren Räumen die Bälle bekommen. Du hast mehr Zeit zur Verfügung. Kannst dich vielleicht dann aufdrehen, vielleicht auch ein Dribbling machen. Wie du das verbessern kannst, zeigen wir dir jetzt. Ich werde dir jetzt gleich zwei Trainingsvarianten zeigen, wie ich das sehr gerne mit den Spielern bei mir im Einzeltraining trainiere. Aber vorab noch ein wichtiger Punkt. Umso besser deine Technik ist, umso flüssiger das ist, umso weniger Gehirnpower, sag ich mal, wird dafür benötigt, umso weniger Konzentration, weil es alles mehr Automatismen sind und dadurch fällt dir es dann einfacher, die Übersicht im Spiel zu bewahren, auch mit Ball am Fuß. Dementsprechend musst du natürlich auch dafür sorgen, dass du durch Techniktraining, durch auch kognitives Training eine sehr gute Technik aufbaust und hier nicht so viel Arbeitsspeicher füllst. Wir starten jetzt mit den Übungen. Also was ich gerne mache, wie gesagt, wir haben ja eine App am Handy, Handystativ von Amazon, 15 Euro oder so, mehr nicht, 20 Euro. Und dann kann man hier zum Beispiel ein Dreieck, da gibt es so viel Übung, man ist ganz simpel, man baut hier ein Dreieck auf, man kriegt einen Pass, ja. Wenn der Pass gespielt wurde, dann schaue ich kurz, welche Farbe. Und rot ist zum Beispiel, okay, Gegnerdruck kommt, lege ich den Ball weg und spiele zurück. Wenn jetzt zum Beispiel grün ist, ja, spielen, schauen, zack, nehme ich, öffne ich den Ball, dribbel an, mache einen Trick und kann halt dann zum Beispiel verwerten oder einen Chipball spielen, wenn man viele Aktionen machen. Ich mag es auch, dass man auch drei Kombinationen einbaut, weil immer so ja, nein ist ein bisschen einfach. Aber wenn man halt drei Varianten hat, ist es noch ein bisschen schwerer. Und wir können zum Beispiel auch, ja, spiele ich mal an. Zum Beispiel bei Blau eine Sechser-Drehung hier raus mit Wende und zurück. Oder direkt einfach hier so den Kontakt dann wegnehmen, spielen oder Schere. Kann man so viel Dinge machen, trainieren, um eben da die Automatismen auch zu schaffen, im Spiel schnell zu werden. Jetzt siehst du, habe ich das hier ungefähr auf der Linie platziert. Das ist natürlich einfacher, ne? Das ist dann sehr einfach. Man müsste jetzt natürlich das dann hier dann auch weiter nach vorne spielen. Wenn man dann hier den schrägen Winkel hat, ist nochmal ein bisschen schwerer. Und ich sehe auch ab und zu, dass Trainer das auf den Boden stellen, mag ich nicht so. Ich mag wirklich diesen Blick nach oben, weil ich so nach unten schaue, irgendwie so aus 3 Metern mir das antrainiere, sehe ich da nichts mehr. Und so sehe ich eigentlich ein viel größeres Blickfeld. Ja, und dann ist es weiter hinten. Man könnte es sogar noch weiter hinstellen. Und gerne auch dann sogar weiter weg. Na, also 10 Meter jetzt nochmal weiter weg, das sieht man trotzdem. Und dann ist es halt, du schulst dein Auge da doch sehr gut. Da ich auch einen kleinen Tipp für dich, habe mal einen Spieler trainiert. Ja, U15 Oberliga, der hat keine Kontaktlinsen drin, keine Brille. Wusste das nicht mal, dass er das braucht. Und hat also, sag ich mal, davor, bevor er mit mir zusammengearbeitet hat, 2 Jahre oder so im Fußball gespielt, da ein bisschen später angefangen, ohne in die Ferne scharf zu sehen. 60 Meter, no chance. Ne? So hat er sogar Probetrainings bei NLZs gehabt, ohne das vorher zu wissen, dass es normal ist, dass man da hinten den Pfosten zum Beispiel scharf sehen sollte vom Tor. Und der ist ja 100 Meter entfernt. Da war halt dann alles verschwommen. Deswegen, check das mal, falls es ist bei dir. Kontaktlinsen eventuell, auch mal zum Optiker gehen, macht schon eventuell Sinn. Aber du musst halt selber wissen, okay, sehe ich alles scharf auch in die Ferne, weil das ist natürlich extrem wichtig als Fußball, dass ich, wenn ich einen Flugball spiele über eine längere Distanz, da auch alles sehe. Die zweite Übungsvariante, die ich gerne auch mache, ist, wenn man mit Ball was macht und währenddessen dann irgendwas erkennen muss. Ne, zum Beispiel könnte ich jetzt hier auch einfach dribbeln und immer die Farbe, blau, rot, die Farbe sagen zum Beispiel. Oder auch andersrum, grün, blau, rot, grün, würde zum Beispiel gehen. Oder man kann auch dann einfach mit einem Trainer oder Mitspieler arbeiten, der dann auf der langen Bahn nach vorne so die Finger zeigt und dann muss man das sagen zum Beispiel. Da gibt es viele Varianten. Und das ist jetzt natürlich zwei sehr einfache Übungen. Wichtig ist, das immer zu steigern, schwerer zu machen. Und dadurch wird man eben besser. Ne? Es ist ganz wichtig im Fußball, eine kontinuierliche Herausforderung zu haben, um besser zu werden. Also wenn du die Übung jetzt mal probierst, ja, schön und gut. Aber sind da auch dann, ja, es ist im Schwierigkeitsgrad nicht so schwer. Also man sollte schon dann noch komplexere Dinge trainieren, das alles gut einbauen. Aber so kann man einfach auch im Training zu zweit sehr gut zur Spielsituation nachstellen. Ich stelle auch ab und zu 2 Handys auf, dass man beim einen schaut, dreht und dann noch je nachdem beim anderen eine Entscheidung treffen muss.
Und das soll alles flüssig, schön flüssig sein. Ich hoffe, ich konnte deine Frage gut beantworten. Wenn noch irgendwas ist, in den Kommentaren einfach nachfragen. Ja, weitere Fußballfragen gerne unter dem Video stellen. Wenn du noch dich dafür interessierst, wie man in ein Nachwuchsleistungszentrum kommen kann, dann schau dir einfach dieses Video hier an. Wir sehen uns. Mach's gut. Ciao.